Prost auf euch! Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Paul und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr euer erstes, oder muss nicht euer erstes sein, wie ihr euer eigenes Fotosin erstellt. Bedeutet, man könnte es jetzt auch Fotobuch nennen, Sin ist nur ein bisschen kleiner als ein Buch, aber es gibt doch einiges, was man beachten muss, einige Schritte und ich dachte, in diesem Video gehen wir da gemeinsam durch und, naja, ihr kennt mich, es ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Video für mich und zwar ist nämlich mein erstes Sin jetzt fertig und wenn ihr das Video seht, müsste an diesem Tag das Sin von mir rauskommen und zwar ist das gute Ding hier. Nebenan heißt mein erstes Sin und anhand dieses Beispiels werde ich euch jetzt so ein bisschen erklären, wie ich mich da durchgehangelt habe. Ich habe da tatsächlich das ganze Jahr daran gearbeitet, neben den normalen Projekten, die man so hat. Deswegen bin ich umso gehypter, es euch jetzt endlich vorstellen zu können. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1 und das ist für mich ganz klar das Thema Idee. Bedeutet, ihr könnt, oder fangen wir anders an. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Fotografinnen. Es gab auch schon sehr viele in der Vergangenheit. Heutzutage werdet ihr mit einfach nur schönen Bildern vermutlich, außer die Bilder sind so unfassbar schön, dass sie gegen alle anderen herausstechen, aber im Normalfall werdet ihr nur mit Fotos wahrscheinlich nicht ganz so weit kommen. Was will ich damit sagen? Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn ihr euch mit eurem ersten Fotoprojekt beschäftigt, das ihr in ein Buch, ein Zine, was auch immer bringen wollt. Macht euch vorher Gedanken, was ihr da überhaupt machen wollt. Ich glaube, es ist deutlich schlauer, schon eine Idee zu haben und es dann umzusetzen, anstatt etwas zu machen und daraus dann krampfhaft irgendwie ein Sin zu machen. Was meine ich damit? Versucht irgendwie eine Storyline damit reinzubringen. Bei mir ist das jetzt hier bei meinem Sin so, ich war mit meiner Freundin im November 2020, also als so der erste Lockdown eigentlich war, waren wir in Brandenburg in einer Datscha, also in so einer kleinen Hütte am See und dort habe ich eben eine Serie geschossen. Wie das hier schon sagt, a series about the beautiful motives that surround us, inspired by the lockdown. Bedeutet, ich bin hergegangen und habe gesagt, ey, wir können gerade irgendwie nicht verreisen, wir stecken hier mehr oder weniger fest, damals gab es auch noch Beherbergungsverbot und solche Geschichten, aber hier ist es ja eigentlich auch ganz schön in Deutschland. Bedeutet, ich habe mir eine Storyline überlegt und habe dazu dann sozusagen die Fotos geschossen. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Ich würde es euch sehr ans Herz legen. Überlegt euch vorher, was ihr auch aussagen wollt und macht nicht einfach nur schöne Bilder, weil das wird schwer zu verpacken. So, wenn ihr jetzt natürlich eure Idee habt, das ist, sage ich mal, der Punkt 1 in meinen Augen, dann kommt es natürlich zur technischen Umsetzung. Das heißt, wie wollt ihr das Ganze fotografieren? Wollt ihr das analog machen? Wollt ihr das digital? Wollt ihr da Models drin haben? Blablablub, das ist ja ein riesiges Feld. Ich habe mein Projekt jetzt relativ simpel gemacht. Es ist ja auch das erste so umfangreiche Projekt, was ich gemacht habe. Dazu habe ich einfach meine hier, die schon mal hingelegt, ja, mein ganzer Stolz, meine Leica M6 genommen und habe das Ganze einfach analog runtergeschossen. Bedeutet, ich hatte diverse Rollen Kodak Gold mit. Ist ja inzwischen wirklich ungefähr so viel wert wie Gold. Genau, und habe das Ganze runtergeschossen. Das heißt, ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken machen müssen bezüglich irgendwelchen Models, die ich brauche oder speziellen Locations, die man vielleicht mieten muss und externem Lichtequipment. Und das ist ja ein riesen Rattenschwanz, den man sich da machen kann. Und das macht bestimmt auch teilweise Sinn. Aber bei einem seiner ersten Projekte ist es sicherlich gut, da nicht komplett Overkill zu fahren, weil dann schafft man vielleicht am Ende gar nicht alles, wie man sich es vorstellt. Deswegen habe ich das einfach mit einer Kamera runtergeschossen. Für alle, die es interessiert, mit einer M6, mit Kodak Gold und einem 35-1,4er Objektiv. Das ist jetzt ein anderes, aber so habe ich mein komplettes Sin, ja, technisch umgesetzt. Dann kommen wir zum, sage ich mal, ersten Schritt der Post-Production, würde ich es mal nennen. Und der ist allerdings auch sehr, sehr spannend und war für mich auch sehr neu oder mit sehr viel Lernen verbunden. Und zwar müsst ihr das Ganze layouten. Dazu würde ich jetzt mal neben dem Layout an sich einschließen, dass ihr das in einem Programm machen müsst, das bestenfalls dann direkt schon genutzt werden kann, um die finale Datei zu erstellen, die ihr dann auch druckt. Plus, ich gehe mal davon aus, ihr werdet auch Texte in euer Sin aufnehmen und das ist auch ein großes Thema, was ich jetzt auch nochmal ganz kurz umreißen werde. Beginnen wir mit dem Layouten. Ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe mir alle Bilder ausgedruckt und habe die hier, ich habe hier so ein Whiteboard heißt es, glaube ich, also so ein Ding, was magnetisch ist, habe mir die da alle hingehangen und habe dann einfach mal wild rumprobiert, was könnte denn gut aussehen. Das ist jetzt persönliche Präferenz, das kann man natürlich auch digital machen, aber ich habe es im ersten Schritt tatsächlich erstmal in der Offline-Welt probiert
und geguckt, was sieht gut aus. Im zweiten Schritt bin ich dann hergegangen und habe das Programm genommen, was ich auch euch sehr ans Herz lege, und zwar InDesign. Ich muss gestehen, ich habe mit InDesign noch nie viel gearbeitet. Das war für mich auch ein großer Krampf, aber ein Glück gibt's YouTube und auch Freunde und Freundinnen. Zum Beispiel Jen hat mir da viel geholfen, das Ganze dann tatsächlich umzusetzen, weil ihr müsst halt gewisse Dinge beachten. Zum Beispiel, man stellt es jetzt einfach vor, aber wenn ein Bild über, wenn ein Bild über zwei Seiten geht, so wie hier, dann müsst ihr das sozusagen richtig einstellen, weil es gibt einen gewissen, sage ich mal, Toleranzbereich, wenn ihr das nachher drucken lasst und bliblablub. Also zieht euch da mal ein paar YouTube-Tutorials zu rein. Wenn ihr es eh schon könnt, super. Oder fragt ein paar Freunde, die ihr kennt, die sich besser damit auskennen. Aber glaubt mir, macht es direkt mit InDesign. Dann spart ihr euch viel Arbeit, das nochmal irgendwie neu zu layouten später. Dann zum Thema Fonts. Ich muss sagen, ich habe mir da versucht, ein bisschen den Weg drumherum zu arbeiten, weil ich muss sagen, mein größter Erzfeind sind Fonts. Ich meine, ich habe hier eine Titelfont gewählt, mit der bin ich auch echt happy. Wie es halt auch immer ist, die schönsten Fonts kosten leider Geld. Aber man kann auch mit, sage ich mal, den klassischen vorinstallierten Fonts sehr, sehr viel machen, wenn man sich ein bisschen rumprobiert und ein bisschen mehr macht, als einfach nur eine Font hinzusetzen. Bedeutet, wenn ihr solche Begriffe wie Laufweite oder Zeilenabstände noch nie gehört habt, dann zieht euch auch dazu mal ein YouTube-Tutorial rein. Das macht echt viel aus, wie viel Abstand zum Beispiel zwischen Buchstaben ist. Und drin, wie gesagt, ich habe mir da ein bisschen den Weg drumherum gearbeitet. Ich habe, wie ihr auch hinten seht, viel auch mit Handschrift gearbeitet, die ich dann eingescannt habe oder auf dem iPad direkt. Plus, wenn man das hier sieht, ich habe viel auf Schreibmaschine geschrieben, also auf einer echten Schreibmaschine. Habe das dann eingescannt und dann hier reingemacht. Dadurch spare ich mir natürlich eine spezielle Font zu nehmen, weil ich einfach die Font von der Schreibmaschine, wie sie halt früher war, genommen habe. So, dann kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Teil, der für mich auch ein bisschen Pain in the Ass war, und zwar das Ganze zu drucken. Ich dachte mir, ich mache das in Berlin. Ich kann euch ja hier mal was einblenden. Also, falls ihr euch fragt, ich habe jetzt gerade den Probedruck von dem Zine abgeholt. Das sind jetzt 10 Stück. Ich habe sie selbst noch nicht angeguckt. Ich habe das hier bei in Berlin drucken lassen. Jetzt fahre ich aber zu Jen und Nico, weil wir heute eine Produktion haben, und dann schaue ich mir auch mal an, was ich da produziert habe. Das sieht aber scheiße aus. Das habe ich auf jeden Fall im Sommer gemacht. Ich dachte auch, ich bringe das alles schneller raus. Habe das hier bei einer Berliner Druckerei machen lassen. Ich habe mir vorher auch, kann ich euch sehr ans Herz legen, lasst euch Papiersamples schicken. Machen die meisten kostenlos oder wirklich gegen ein sehr, sehr geringes Entgelt, weil es macht viel aus, wie sich das Ganze in der Hand anfühlt, wie es knickt, wie Farbe auf Papier aussieht, etc. Auf jeden Fall habe ich einen Probedruck in Berlin machen lassen und war gar nicht zufrieden damit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es an der Druckerei lag. Ich glaube, der Fehler lag eher bei mir, oder vielleicht hätte ich ein anderes Papier wählen sollen, was auch immer. Ich habe es dann aber tatsächlich so gemacht, und das kann ich euch auch nur sehr ans Herz legen. Kauft euch andere Zines oder andere Fotobücher und schaut, was gefällt euch daran. So habe ich es auch gemacht und habe dann einfach von einem Zine, was mir gefallen hat, den Urheber angeschrieben, der da drauf stand, und meinte so, hey, ich finde euer Papier voll cool. Ich würde sehr gern wissen, was das ist. Ich bin auch bereit, da irgendwie ein Entgelt zu viel bezahlen, aber das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und manchmal hat man Glück im Leben. Die waren auch sehr korrekt und haben mir kostenlos so ein paar Informationen zugespielt, auch die Druckerei. Ich will euch das jetzt nicht alles hier reinmachen, weil das wäre irgendwie respektlos auch denen gegenüber. Also do your own research, aber so habe ich es gemacht. Kauft euch andere Zines und versucht herauszufinden, vielleicht, wo haben die es gedruckt, was für Papier haben die genommen und solche Geschichten. So, dann kommen wir auch noch zu einem Thema, das werden die wenigsten nicht behandeln. Ich finde es aber sehr spannend im Zusammenhang. Und zwar, was kann man noch drumherum machen? Weil nur ein Zine haben ist schön und gut, aber ich finde, so ein paar Details setzen dann auch das i-Tüpfelchen obendrauf. Beginnen wir mit Stickern. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Stickern. Bedeutet, ich mache ja auch privat immer viele Sticker für mich und mein Gewerbe, sage ich mal. Und ich habe 2 Custom-Sticker zu dem Zine gemacht. Einmal der Nebenan-Sticker, also wie man unschwer erkennt, hoffe ich, das Logo sozusagen von dem Zine. Plus, weil ich das Ganze ja analog geschossen habe, habe ich eine Filmrolle genommen, die illustriert, und da steht auch nebenan 030, wegen, ja, ich wohne in Berlin, deswegen nebenan 030 noch als Filmrollensticker. Und heißer Tipp, wo ich die machen lasse, ist Sticker App. Das ist eine Website, non-sponsored, ich gebe da viel Geld aus.
Das ist nicht das kostengünstigste, aber für mich sind das aktuell die besten Sticker, die ich finden kann. Vielleicht gibt es andere Webseiten, lasst es mich wissen, aber so viel dazu. Plus, ich wollte unbedingt so ein Zipper-Bag dazu machen. Und natürlich mit einem Custom-Druck, bedeutet hier wieder mit dem Nebenan und so ein paar iPad-gekritzelten Sachen, die teilweise auch im Buch sind. Und da gibt es auch eine Firma, beziehungsweise wie habe ich es gemacht, wie auch schon mit dem Zine selbst. Ich wusste, dass die Jungs von SafeLight, also dem analogen Laden in Berlin, mal so Dinger gemacht haben. Hab die einfach angeschrieben. Die haben mir die Firma gegeben, die solche Bags macht. Und dann habe ich die angeschrieben. Die waren super korrekt, haben mir Samples geschickt. Und am Ende habe ich dann noch diesen Zipper-Bag anfertigen lassen. Die Firma hieß Folder Süß. Ich blende hier den Namen mal ein. Das gebe ich euch gern weiter als Information, wenn ihr daran Interesse habt. Und dann ist das für mich das volle Paket, wie man zum ersten Zine kommt. Ein Thema ist mir noch sehr, sehr wichtig, das will ich kurz ansprechen. Und das wird oft irgendwie so ein bisschen negativ aufgefasst, aber ich finde, es ist wichtig zu sagen. Macht euch vorher Gedanken, wie ihr das Ganze loswerden wollt, weil einfach nur ein schönes Produkt funktioniert leider inzwischen nicht mehr. Bedeutet, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ihr baut euch eine eigene Größe irgendwie auf im Internet über ja, Instagram, YouTube, was auch immer, wo ihr einfach Leute erreicht mit eurer Arbeit, die das dann auch potenziell kaufen. Oder ihr kennt sehr viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, denen ihr das zuschickt und die auch, sage ich mal, bereit sind, das mit ihren Followern zu teilen. Oder ihr habt sehr viel Geld und steckt das eben in Werbung. Bedeutet, ich würde jetzt das Video hier nehmen, in Kurzfassung, und würde das zum Beispiel über Facebook-Ads bespielen. Ich meine es wirklich nur gut. Ich habe da in der Vergangenheit auch schon manchmal ein bisschen ins Klo gegriffen. Deswegen, ich wollte es nur gesagt haben. Das wäre es aber auch von mir zum Thema Zines. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gern ein Abonnement und ein Like da. Ich werde in 2022, boah, die Zeit, ey. Ich werde versuchen, jeden Monat dafür jetzt aber kontinuierlich ein Video zu bringen, habe ich mir vorgenommen. Irgendwie neben ganzen Arbeiten und dafür aber ein bisschen höherer Qualitätsanspruch. Insofern, ja, es bleibt spannend. Checkt mich gerne auf Instagram ab, dort bin ich tatsächlich sehr, sehr aktiv. Und ich wünsche euch noch einen guten Rutsch, wenn ihr das Video seht. Und wir sehen uns in 2022. Peace, ciao.